Wir machen heute noch mal da weiter bei den didaktischen Prinzipien. Das werden wir heute auch sicher abschließen, den Bereich. Da hatten Sie ja letztes Mal so ein bisschen was gehört. Einmal ja, zu dieser etwas Larifari-Idee, da diesem didaktischen Prinzip ganzheitliche und so Gestaltung von Unterricht, wo ich auswendig noch nicht mal zusammenkriege, wie es heißt. Und das andere, was aber sehr wichtig ist, das operative Prinzip, was man so benutzt, um Vermutungen zu generieren, die man dann nachher vielleicht auch begründen kann oder um das Üben etwas interessanter zu gestalten, dadurch, dass man das immer auch mit neuen mathematischen Erkenntnissen verknüpft. Also das operative Prinzip wird Ihnen sicher noch öfter begegnen. Das kann man relativ oft brauchen. Heute geht es dann um das Anknüpfen an Vorwissen und den Aufbau von Grundvorstellungen einerseits. Grundvorstellungen reißen wir in dieser Lehrveranstaltung nur relativ kurz an, kommt dann aber sehr intensiv in der Didaktik der Analysis und in der Didaktik der Arithmetik, weil es bei Grundvorstellungen geht es eben um Vorstellungen, die man zu gewissen mathematischen Begriffen aufbauen kann. Und das ist natürlich dann besser aufgehoben bei den einzelnen Fachdidaktiken als jetzt bei so einer allgemeinen Überblicksdidaktik. Außerdem ist das auch noch so, das werden wir dann nachher auch sehen, dass das Wort Grundvorstellung tatsächlich stärker in Arithmetik, Algebra und Analysis eingesetzt wird und jetzt zum Beispiel fast gar nicht in Geometrie und Statistik, da nennt man das ein bisschen anders. Da wird das meistens eher unter dem Begriff Begriffsbildung verhandelt, das kommt dann aber eh nachher noch. Und dann gibt es auch noch was, das ist so quasi, wenn man sagt, jetzt Grundvorstellung ist lokal beschränkt auf einzelne Begriffe, da kann man sich aber auch noch der Hoffnung hingeben, dass Lernende vielleicht nicht nur für einzelne Begriffe eine Vorstellung dazu entwickeln, was das eigentlich ist und wozu das gut ist, sondern auch so übergreifend für einzelne Teilgebiete der Mathematik oder so gar für die Mathematik insgesamt eine Vorstellung davon entwickeln, was das eigentlich ist und wozu das gut ist. Und das wird üblicherweise so unter dem Begriff fundamentale Ideen oder zentrale Ideen oder globale Ideen verhandelt. So, das schaffen wir heute jedenfalls. Was wir auch noch schaffen sollten, so aufgrund der Erfahrungswerte des letzten Jahres zumindest, ist, dass wir den Einstieg nehmen in das Thema Grundformen mathematischen Arbeitens. Das heißt, es gibt sicher einen Überblick, was erwartet uns da die nächsten, ja, das werden sicherlich die nächsten 3 Wochen sein. Das ist ja so ein ganz großes Kernelement. Den Überblick wird es sicherlich geben und auch, weil das da auch in einer gewissen Variante auftaucht, gehen wir auch auf die Standards und die Kompetenzen kurz ein, wie die mit diesen Grundformen mathematischen Arbeiten zusammenhängen. Nochmal zur Erinnerung für diejenigen, die letztes Mal nicht dabei waren, insbesondere mich. Wir sind im Bereich, woran kann ich mich bei der Planung und Durchführung von Unterricht orientieren? Wir schauen uns aktuell sogenannte didaktische Prinzipien an, also so allgemeine Leitlinien, die abgeleitet aus Lernerkenntnis oder bildungstheoretischen Annahmen und Erkenntnissen erstellt worden sind. So, also das ist hier dieser erste Aspekt. Welche didaktischen Prinzipien? Und die kann man eben so aus unterschiedlichen Dingen ableiten, entweder aus erkenntnistheoretischen und bildungstheoretischen Annahmen oder aber aus Annahmen darüber, wie Lernen funktioniert oder auch Untersuchungen empirische, die man dazu hat. Und eben, das sind nicht nur psychologische, weil man kann auch sagen, Lernen findet ja im Kontext vom Unterricht in der Regel nicht als Einzelunterricht statt. Das heißt, Lernprozesse haben auch immer irgendwie eine soziale Dimension. Da sind andere Schüler, da ist ein Erzieher und ein Zögling. Ja, also schon dadurch wird das eine soziale Situation. So, und dann, das hatte Ihnen, glaube ich, dann die Frau Deweis letztes Mal schon gezeigt. So, für den Volksschulbereich wird alles ikonografisch dargestellt. Hier ist so eine Übersicht von Wittmann, wo der so versucht hat, so verschiedene didaktische Prinzipien in so eine Systematik zu bringen, wo man auch nochmal, wenn man so etwas schärfer hinsieht, so ein bisschen die als die drei Ecken da im Hintergrund Lehrer, Schüler und Sache erkennt.
dieses Organisation interaktiven ganzheitlichen Lernens, das liegt in der Verantwortung der Lehrperson. Also da können Sie sich im didaktischen Dreieck die Lehrperson denken. Vorwissen, das ist sozusagen die Schülerecke. Ja, und hier ist die Sache-Ecke, fundamentale Idee. Und je nachdem, wie die da so, was da so näher an irgendetwas dran ist, ganz haut das nicht hin. Zone der nächsten Entwicklung ist nämlich zum Beispiel auch etwas, was eigentlich stärker am Lernen dran liegt. So, diese Woche geht es um die unteren beiden blauen Flatschen. Die oberen beiden dunkelblauen Flatschen hatten Sie letzte Woche, letztes Mal, das war ja gar nicht letzte Woche. Letzte Woche war Ostern. Ja, und heute wird es halt um die unteren gehen, also die fundamentalen Ideen und die Orientierung am Vorwissen. Wir beginnen mit der Orientierung am Vorwissen. Zur Einstimmung verwenden wir die Methode der Murmelgruppe. Also Sie dürfen gleich murmeln mit einem Sitznachbarn, einer Sitznachbarin. Und zwar haben wir hier eine Aufgabenstellung. Ein Kilogramm Mandarinen kostet 3,25 Euro. Kerstin will 0,5 Kilogramm kaufen. Also das ist so erste, zweite oder zweite wahrscheinlich Unterstufe. Was muss sie zahlen? Berechne die gleiche Aufgabe auch für folgende Werte. Ein Kilo Mandarinen kostet 1,50 Euro. Kerstin will sie 1,5 Kilo kaufen und so weiter. So, und jetzt sehen Sie hier zwei Lösungswege. Erstmal für den Aufgabenteil A. Lillis Lösungsweg 3,25 mal 0,5 ist gleich 0,125. Sie muss 0,13 Euro zahlen. Jans Lösungsweg 3,25 geteilt durch 0,5. Sie muss 6,50 Euro zahlen. Das ist der Lösungsweg für A. Vielleicht nochmal sacken lassen. Also links 3,25 mal 0,5 und dann 0,125 daraus gemacht. Und rechte Seite 3,25 geteilt durch 0,5 gerechnet und 6,50 Euro erhalten. Jetzt gucken wir mal, was bei Aufgabenteil B passiert. Lösung von Aufgabenteil A steht glücklicherweise auch noch dabei. Lillis Lösungsweg 1,50 mal 1,5 ist 1,25. 3,30 mal 2,5 ist 6,150. 3,20 mal 0,6 ist 0,120. Und Jans Lösungsweg 1,50 mal 1,5, 3,30 mal 2,5, 3,20 Euro geteilt durch 0,6. So. Sie sollen sich jetzt mal murmelnd mit Sitznachbarin, Sitznachbar oder wenn sie so sitzen, dass sie besser zu dritt reden können, meinetwegen auch zu dritt, kurz unterhalten. Erkennen Sie da irgendeine Systematik in den jeweiligen Sachen, die die Lilly bzw. der Jan hier machen? Und worin, also was ist da eigentlich der systematische Fehler, der da passiert? Und gibt es da auch einen Unterschied oder liegen die Fehler irgendwie auf derselben Ebene, die da passieren? Das sind so die zwei Fragen. Da haben Sie jetzt mal 5 Minuten Zeit, sich mit Ihrer Sitznachbarin, Ihrem Sitznachbar oder als Triple zu unterhalten. Ich denke mal, Sie haben sich alle ein bisschen was überlegt. Was läuft bei Lilly falsch? Oder auch, was ist richtig, kann man ja auch mal sagen. Ja, ja, ich wiederhole das noch mal laut, damit das nachher auf der Aufnahme drauf ist. Also der Herr X, den Namen soll ich aus DSGVO-Gründen nicht sagen, hat gerade gesagt, dass also die Auswahl der Rechenoperation, sage ich jetzt mal, ist die richtige. Also es wird immer multipliziert. Aber die Lilly rechnet gewissermaßen dem Vorkommateil einerseits mal, also 3 mal 0 und dann 25 mal 5, also den Nachkommateil, kommt dann auf 125. Tatsächlich, obwohl das hier gefakte Lösungswege sind von der Frau Prediger, um das Problem klarzumachen, ist das ein ganz typischer Fehler im Umgang mit Dezimalzahlen. Das hat sogar einen eigenen Namen, das nennt sich Komma-Trend-Strategie. Man geht davon aus, dass das so ein bisschen dadurch entsteht, dass die Vorerfahrungen, die man hat zum Dezimalzahlsystem, sind ja sowas wie meinetwegen Euro und Cent. So, und dann wird sozusagen mit so zwei Sorten gerechnet und dann aber nicht berücksichtigt, dass natürlich die 5, die hier stehen, eigentlich 500 sind. Ne?
wenn ich jetzt mit den, beziehungsweise 50, ich muss das ja quasi immer auf dieselbe Anzahl Stellen bringen. Wenn man das berücksichtigen würde, würde das ja sogar funktionieren. Aber es wird einfach so getan, als wären quasi 0,5 0 Euro und 5 Cent und nicht 0 Euro und 50 Cent. Und dadurch entsteht dann das Problem. Sonst könnte man ja so sortengetrennt rechnen, wenn man es nachher addiert. Gut, so, und was ist jetzt bei Jan? Also hier wird in einigen Fällen, also die Studentin hat gesagt, also man könnte schon das auch mit einer Division berechnen, müsste dann aber im Fall 0,5 natürlich durch 2 teilen, wenn man sagt ein halbes Kilo. Ja, also hier wird scheinbar immer dann, wenn das kein nicht größer als 1 ist, wird geteilt durchgenommen statt mal, also die Division. Das ist auch ein bekannter Fehler, der auf der Vorstellung beruht, dass eine Division grundsätzlich hergenommen werden muss, wenn etwas kleiner werden soll. Und eine Multiplikation grundsätzlich dazu führt, dass etwas größer wird. So, und wenn man sich jetzt überlegt, 3,25 Euro, jetzt muss irgendwie nur die Hälfte davon, also mal 0,5, das muss ja irgendwie kleiner werden, also wird die Division hergenommen. Obwohl das natürlich nicht stimmt, Divisionen durch Zahlen, die kleiner als 1 sind, vergrößern ja gerade. Aber hier kann man sagen, da ist sozusagen eine Unsicherheit in der Auswahl überhaupt des richtigen Rechensverfahrens, wo man davon ausgeht, dass die halt durch Vorwissen aus dem Bereich der natürlichen Zahlen, wo das stimmt, ne, wenn man nicht gerade durch 1 dividiert, wird es halt immer kleiner, da übertragen werden. So, hier steht das nochmal feierlich, wie Prediger und Wittmann das ausgeschrieben haben. Auswahl der korrekten Rechenoperation oder auch mit Bezug auf das, was ich in diesem Video zu Lernen und Verstehen erzählt habe, würde man sagen, die Semantik ist erstmal richtig. Es wird die passende Rechenoperation ausgewählt, aber der Fehler ist dann im Bereich der Ausführung der Prozeduren, nämlich auf der syntaktischen Ebene passiert da diese Komma-Trennfehler. Und jetzt kann man aber noch wieder sagen, naja, hinter diesem Komma-Trennfehler könnte auch wieder was Semantisches, also eine Vorstellung stehen, nämlich, dass man den Dezimalbruch als Erweiterung des Stellenwertsystems nach hinten mit Zehnteln, Hundertsteln und so weiter gar nicht wirklich verstanden hat, sondern das so behandelt wie 2 Sorten von Zahlen. Das könnte dahinter liegen und wäre dann wieder ein Problem auf semantischer Ebene. So, und hier ist sozusagen bei Jan klar, die Auswahl der Rechenoperation, falls der Multiplikator kleiner als 1 ist, funktioniert halt nicht. Da wird die falsche Rechenoperation ausgewählt. Das wäre ein manifester, also offensichtlicher Fehler auf semantischer Ebene. Und hier ist er auch noch gefragt worden, warum man da dividiert und sagt dann, weil das Ergebnis muss ja kleiner werden und das wäre eine unzureichende Übertragung von Vorstellungen, die im Bereich der natürlichen Zahlen Sinn ergeben. So, warum erzähle ich das alles? Ja, das semantische Verstehen, da wird halt gerade im Bereich Zahlen und Arithmetik viel von Grundvorstellungen geredet. Und die erste Aussage ist mal, es gibt eigentlich keine Stunde Null, hat mal der Herr Selter geschrieben. Also, es gibt kein, heißt eben ein Artikel sogar, im Arithmetikunterricht gibt es keine Stunde Null, wo man sozusagen von Null anfängt, sondern es baut immer irgendwie auf Vorerfahrungen ab und der Wissenserwerb ist dann kumulativ. So, das ist ein Problem. Also das, was man für die Brüche lernt, hängt automatisch von dem ab, was man über die natürlichen Zahlen weiß. Das hat Vorteile, weil man nicht bei Null anfängt. Das hat aber auch Probleme, weil Sachen fälschlich übertragen werden können. Dann eine zweite Sache, wo man sich relativ einig ist, es gibt eigentlich kein Denken ohne Vorstellung. Jede Aufgabenbearbeitung oder Problemlöseprozess wird von irgendwelchen intuitiven Vorstellungen oder Begleitannahmen beeinflusst. So. Jetzt kann man, also man könnte ja sagen so, ich will so rein instrumentelles Verstehen haben. Ich will gar nicht, dass die Leute sich was unter Brüchen vorstellen. Die sollen halt einfach nur die Regeln beherrschen. So, und da lehrt halt die Erfahrung, das geht gar nicht. Also sie können denen natürlich nichts anbieten, was sich die Schüler darunter vorstellen, aber dann machen die sich einfach selber einen Reim drauf.
Und dann halt oft auch was, was nicht stimmt. Also irgendwelche intuitiven Vorstellungen kommen immer dazu. Die Frage ist nur, inwiefern werden die von Unterricht gezielt aufgegriffen oder sozusagen sogar versucht, gezielt gewisse Vorstellungen aufzubauen. Und steht doch mal darunter, hier Tacit Models ist ein Begriff, der geht auf den israelischen Mathematikdidaktiker Fischbein zurück. Der sagt halt, naja, auch selbst dann, wenn man keinen Vorstellungsaufbau macht, die Leute haben dann Vorstellungen. Selbst wenn man denen nicht irgendwie sagt, was sind eigentlich rationale Zahlen, dann reimen die sich so selber was zusammen. Und das ist dann in der Regel eher was, womit der Lehrer nicht zufrieden ist. So. Und eben hier nochmal die Warnung, reines Regellernen, Instrumental Understanding ist fehleranfällig, insbesondere weil im Bereich der Arithmetik eben oft auch Anpassungen von Regeln erforderlich sind. Da war ja auch mal diese Frage mit dem, wie heißt das dann noch, hier diese zwei Piaget-Prozesse, Akkommodation und Assimilation. Und da ist irgendwie klar, irgendwie muss man sich die Rechenregeln reinpressen in das, was man da schon hat. Und da sagen sogar einige Leute zum Beispiel, von der Frau Prediger gibt es einen Text, der heißt Brüche bei den Brüchen, Doppelpunkt, umschiffen oder offen diskutieren. Und die Empfehlung ist, eben nicht so zu tun, als wäre bei den Bruchzahlen alles noch genauso wie bei den natürlichen Zahlen, sondern sehr klar darauf hinzuweisen, ups, da passiert jetzt irgendwas anderes, da müssen wir drüber reden, wie wir das eigentlich festlegen wollen. Und nicht immer so zu tun und zu sagen so, ah, im Prinzip funktioniert das eh alles noch wie bei den natürlichen Zahlen. Weil das stimmt letzten Endes nicht. Ne? Was die Multiplikation bedeutet, ist im Bereich der Bruchzahlen zum Teil was anderes, als was die Multiplikation bedeutet, wenn man nur natürliche Zahlen hat. So, Grundvorstellung ist so ein Begriff, der sich insbesondere im deutschsprachigen Raum dafür eingebürgert hat. Das Problem ist auch, dass der Begriff Vorstellung irgendwie sowas sehr Deutsches ist. Da findet man jetzt nicht unbedingt Entsprechung. Tacit Models wäre halt mal so eine andere englische Version. Prototype gibt es zum Beispiel auch englisch. Manchmal heißt das, bei Zahlen heißt das oft auch einfach Zahlaspekte. Und bei den Operationen heißt es manchmal Operationsvorstellungen ohne Grundvorstellung. Was da immer gleich ist bei diesen ganzen verschiedenen Bezeichnungen, Vorstellungsbilder gibt es auch noch, oder Mental Images findet man dann teilweise, ist, dass das so eine vermittelnde Rolle hat. Quasi einerseits hat man Mathematik, dann hat man, wie hängt Mathematik mit der Realität zusammen und dann, wie hängt das mit den Vorstellungen der Lernenden zusammen. Also diese drei Sachen kommen da eigentlich immer irgendwie zusammen. So, und jetzt gibt es verschiedene Verwendungen des Wortes Grundvorstellung. Allgemein kann man einfach sagen, das sind inhaltliche Vorstellungen, die von Lernenden mit mathematischen Inhalten irgendwie gedanklich in Verbindung gebracht werden. Das heißt, das wäre rein deskriptiv gesagt, das steht hier in diesem ersten Spiegelpunkt dann auch, repräsentieren das, was sich Lernende zu einem Inhalt vorstellen, egal ob das jetzt vernünftig ist oder nicht. Das ist so die eine Möglichkeit, Grundvorstellungen zu verwenden. Und dann steht hier auch noch, in neuen Sachsituationen werden mathematische Verfahren durch Grundvorstellungen erst anwendbar. Also man muss irgendeine Struktur in einer neuen Situation wiedererkennen. Ich habe meinetwegen in gewissen Situationen kennengelernt, was Schlussrechnung ist. Und das waren alles Situationen, wo es um wahre Preis ging. Und jetzt komme ich in eine andere Situation rein, wo das nicht wahre Preis ist, aber auch irgendwas, was proportional zusammenhängt. Da muss ich sozusagen das da erst erkennen. Und dafür ist wichtig, dass ich so eine Grundvorstellung habe, wie proportionaler Zusammenhang geht immer dann, wenn zum Dreifachen von dem X immer auch das Dreifache von dem Y gehört und wenn zum N-fachen von dem X immer auch das N-fache von dem Y gehört. Da muss ich quasi diese Struktur haben, die mir sagt, nicht einfach nur je mehr, desto mehr. Das wäre sozusagen unpräzise und würde auch zu Fehlern führen. Da würde man zu viele Situationen als Dings erkennen, sondern ich müsste wirklich das haben, immer wenn ich sozusagen von der einen Sorte eine Vervielfachung habe, habe ich bei der anderen dieselbe Vervielfachung. Und das ist quasi entscheidend dafür, dass das proportional zusammenhängt. So, ein paar Beispiele für Grundvorstellungen. Man kann sich die Addition a plus b
vorstellen als von A aus B mal 1 weiterzählen. Also 4 plus 5 bedeutet von 4 ab 5 Zahlen weiterzählen. Das ist eine Vorstellung. Gibt auch andere. Die hier wird halt schön mit dem Peano-Axiom zusammenfassen. Dann gibt es die Vorstellung der Multiplikation als fortgesetzte Addition. Mit meinem Lieblingsbeispiel natürlich, der Vater geht 5-mal in den Keller und holt 6 Flaschen Bier. Ja, dann wären die 6 Flaschen wären das B und 5-mal in den Keller gehen wäre das A. Und die politisch korrekte Variante ist halt, die Mutter geht 5-mal in die Bücherei und leiht 6 Bücher aus. Das ist die korrektere Variante davon. Also, dass man die Multiplikation als fortgesetzte Addition hat, oder man sagt auch, das ist so die Vorstellung, der Sukzessive wird eine Handlung wiederholt. Jetzt wird schon relativ klar, wenn ich jetzt sagen würde, 1/2 mal 1/4, funktioniert das nicht so richtig. Ne? Der Vater geht 1/2 Mal in den Keller und holt 1/4 Flasche Bier. Die 1/4 Flasche Bier, das wird noch funktionieren. Also B darf durchaus auch ein Bruch sein, aber das A, der Vorgang, der da drin steckt, hier der Multiplikator, muss eigentlich zwingend ganzzahlig sein, sonst ergibt das nicht Sinn. Man könnte sich noch darüber unterhalten, dass es vielleicht noch Sinn ergibt, wenn das A eine negative Zahl ist, dass man da sagt, da wird ein Vorgang so oft rückgängig gemacht hintereinander. Aber da merkt man schon, bei der Multiplikation muss irgendwas passieren, wenn man in den Bereich der Bruchzahlen kommt. Aber das erzählt Ihnen dann irgendwann mal die Frau Wille oder die Frau Schneider oder wer auch immer dann die Didaktik der Arithmetik gerade macht. So, bei der Division gibt es auch zwei ganz gewichtige Vorstellungen. Eine ist das Verteilen einer Menge von A-Objekten in B-Teilmengen. So, das ist jetzt, Sie haben 20 Bonbons und wollen die an 5 Kinder fair verteilen. Fair heißt, Sie gehen mal davon aus, die Kinder sind alle gleich lieb oder nicht lieb. Jeder bekommt, soll also nachher gleich viele Bonbons bekommen. Man könnte auch schreiben, ein Verteilen einer Menge von A-Objekten in B gleichmächtige Teilmengen. Das ist wichtig. Das B soll dann gleich groß sein. Und die andere Möglichkeit ist das Aufteilen in Teilmengen der Mächtigkeit B. Das wäre, Sie haben ein 20-Liter-Fass Bier für Ihre Gartenparty und fragen sich jetzt, wie viele halbe Liter können Sie daraus zapfen? Da ist es jetzt schon auf Brüche erweitert. Aber man könnte auch sagen einfach, Sie haben meinetwegen 50 Äpfel und wollen da jetzt Gebinde mit je 6 Äpfeln draus machen. So, und das ist eine andere Vorstellung. In dem einen Fall sage ich sozusagen, die Anzahl der Teilmengen ist vorgegeben. Das wäre das, ich will 20 Äpfel an 4 Kinder verteilen. Und im anderen Fall sage ich 20 Äpfel und Gebinde a 4 Äpfel sollen hergestellt werden. Das führt letztlich auf dieselbe Rechenoperation. Das hat aber sogar ursprünglich mal 2 verschiedene Divisionszeichen gehabt. Das eine nämlich diese 2 Punkte, wo so ein Strich durch ist. Also das waren sogar ursprünglich mal 2 verschiedene Operationen, die wir nur zusammen als die Division fassen, weil sie vom Ergebnis auf dasselbe rauskommen. Aber die Schwierigkeit ist zum Beispiel, wenn ich jetzt nur die eine Vorstellung habe, Verteilung von Objekte in B-Teilmengen, dann kann das sein, dass ich bei Situationen, wo es darum geht, eine Menge in gleichmächtige Teilmengen aufzuteilen, gar nicht die richtige Rechenoperation finde. Deswegen sagt man, es ist wichtig, dass man beide Grundvorstellungen erwirbt. So, jetzt ist das natürlich auch so, dass man sich in der Volksschule nicht hinstellt und sagt, heute lernen wir die Division, da lernen wir 2 Grundvorstellungen. Das erste ist, wir werden Mengen von A-Objekten in B gleichmächtige Teilmengen aufteilen. Na, so ist natürlich der Erwerb von Grundvorstellungen nicht gedacht. Der Erwerb von Grundvorstellungen ist so gedacht, dass man sagt, für jede dieser Grundvorstellungen 3 oder 4 prototypische Situationen, in denen man sich überlegt, wie funktioniert das, und dann merkt, das geht durch Dividieren. Und dann hofft man, dass in strukturähnlichen Situationen dann der Schüler selber merkt, hier geht auch die Division. Aber nicht so, man sagt dem, so ist das. Es wird dann zunehmend ein bisschen anders, wenn Sie zum Beispiel dran denken, jetzt kommt hier der Bruch als Anteil eines Ganzen, wäre eine wichtige Vorstellung, ja, zum Beispiel das Ganze, dabei meint man immer, das Ganze ist so vorgegeben, zum Beispiel eine Pizza oder eine Tafel Schokolade, ja, oder
alle Österreicher, ja, ist auch ein ganzes, sagt man jetzt, 3/4 aller Österreicher haben schon mal falsch geparkt, keine Ahnung, das ist Quatsch, das sicher nicht, aber da wird man sich immer sagen, es gibt ein natürliches Ganzes und jetzt heißt der Bruchanteil eines Ganzen, nimm das Ganze, unterteile es in 4 gleich große Teile und nimm dann 3 davon. Das ist die Anteil eines Ganzvorstellung. Witzigerweise in Schulbüchern steht das manchmal drin, in Österreich habe ich gesehen, als der Bruch als Rechenbefehl. Das finde ich so ein bisschen merkwürdig, weil es wird ja gar nichts gerechnet. Ja. Weil es heißt ja einfach nur, nimm das ganze Teil, es in 4 gleich große Teile und nimm 3 davon. Wieso wird da was gerechnet? Und dann habe ich mich noch gewundert, dass also in Österreich den Schülern was befohlen wird. Ich dachte, die Österreicher sind immer so höflich. Die bitten einen, was zu tun, die befehlen einem das nicht. Das machen nur die Deutschen. So, okay, Spaß beiseite. Die Funktion als Zuordnung ist eine wichtige Vorstellung. Jedem x ist eindeutig ein y zugeordnet. Da merkt man schon, die werden jetzt so etwas abstrakter. Oben sind noch so ganz klare Handlungen. Hier ist das vielleicht nicht mehr so ganz eindeutig eine Handlung. Und dann noch abstrakter, das Integral als Summe von Produkten. Oder wenn man es genauer sagt, eigentlich das Integral als unendliche Summe von unendlich kleinen Produkten. So, da merkt man jetzt schon die oben, wo noch so ganz klar eine Handlung ist, wie das Weiterzählen oder das mehrmalige Wiederholen eines Vorgangs und dann unten so die etwas abstrakteren Vorstellungen, wie das Integral als unendliche Summe. Zunehmend ist es halt so, dass Grundvorstellungen schon wieder auf anderem mathematischen Wissen dann beruhen. So ist jetzt, hat zum Beispiel der Herr vom Hofe, der da so einer der mitwichtigsten ist, der hat dann gesagt, so sowas wie diese oberen 3 Vorstellungen, das sind so primäre Grundvorstellungen, die bauen unmittelbar auf irgendwelchen Handlungen auf, die man sich vorstellen kann. Und sowas wie das Integral als unendliche Summe von unendlich kleinen Produkten, das nennt er eine sekundäre Grundvorstellung, weil das beruht schon auf in der Schule erworbenen weitergehendem mathematischen Wissen auf, was eigentlich nicht so spontan da ist. So, aber da kann man sich so ein bisschen streiten. Ich habe zum Beispiel mal in einem Text geschrieben, dass ich finde, dass das teilweise nicht so ganz klar ist, wo das eine aufhört und das andere anfängt. Aber es ist irgendwie auch nachvollziehbar, dass mit laufender Schulzeit man sich natürlich unter den Sachen in der Analysis nicht mehr so ganz konkrete Dinge vorstellen kann. Es wird ja zum Beispiel auch die Zahlvorstellung immer abstrakter. Bei der reellen Zahl, den Unterschied zum Beispiel zwischen reellen Zahlen und rationalen Zahlen, den kann man sich ja gar nicht mehr wirklich veranschaulichen. Die rationalen Zahlen, die liegen da dicht und jetzt haben sie aber trotzdem irgendwo noch Lücken drin. Das können sie gar nicht, zum Beispiel gar nicht mehr hinzeichnen. Wohingegen den Unterschied zwischen natürlichen Zahlen und rationalen Zahlen, den können sie ganz gut hinzeichnen. Da sind halt riesen Lücken dazwischen oder es sind keine Lücken dazwischen. So, wofür sind die gut? Da nennt der vom Hofe, der ist da so der Go-To-Guy für Grundvorstellungen gewissermaßen, Sinnkonstituierung eines Begriffs. Das heißt, man versteht überhaupt erstmal, was meinetwegen eine Bruchzahl ist, dadurch, dass man weiß, aha, das ist, nimm das Ganze, unterteile es in 4 Teile und nimm 3 davon. Oder ich weiß überhaupt mal, was die Addition ist, indem ich weiß, aha, da muss ich weiterzählen. Dann Aufbau entsprechender oft visueller Repräsentationen, beziehungsweise verinnerlichter Vorstellungen. Das ist oft so, dass auch mit den Grundvorstellungen so bildliche Dinge man auch verbinden kann. Und dann der dritte wichtige Aspekt ist eben, dass man sagt, naja, zu diesen Grundvorstellungen gehört, dass man eben nicht nur irgendwie ein Bild hat oder eine Handlungsvorstellung, sondern auch eine Struktur erkennt, die in verschiedenen Situationen drin ist und die es dann ermöglicht, wenn man jetzt mit einem außer mathematischen Frage irgendwie belästigt wird, ja, dass man dann weiß, welches mathematische Verfahren passt eigentlich zu der Sachstruktur, die hier vorliegt. So, primäre und sekundäre Grundvorstellungen habe ich gerade schon erläutert, das kann ich mir jetzt sparen. Da habe ich meinen eigenen Folien vorgegriffen. Sekundäre Grundvorstellungen wären zum Beispiel auch solche, die schon auf Darstellungsmitteln beruhen, die man erst im Laufe der Schulzeit kennenlernt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir unter dem
unter dem Vektor vorstellen soll, eine Menge Pfeile, die da so im Koordinatensystem rumliegen, dann wäre das im Grunde genommen schon eine sekundäre Grundvorstellung, weil die schon irgendwie auf der Vorstellung von dem Koordinatensystem beruht. Und normalerweise geht man davon aus, dass das Koordinatensystem was ist, was die Leute jetzt nicht natürlich mitbringen, sondern denen irgendwann im Laufe der Schulzeit erst beigebracht wird. So, dann hier kommt jetzt das, was ich am Anfang eigentlich schon mal erwähnt habe. Es gibt so zwei Richtungen, in denen Grundvorstellungen verwendet werden. Einmal als didaktische Kategorie des Lehrers, das nennt man auch normativ, dass man sich überlegt, was wäre denn eigentlich wichtig, dass der Schüler verstanden hat von den Brüchen oder von der Addition auf so einer semantischen Ebene und dann eben versucht, Aufgaben und das, was man im Unterricht dazu sagt und so weiter, darauf abzustimmen, dass man denkt, der Schüler kriegt die Möglichkeit, diese positive Vorstellung aufzubauen. Und die andere Richtung wäre eben das eher deskriptive, dass man sagt, man guckt sich an, was tut da eigentlich ein Schüler und versucht dann zum Beispiel solche Fehler, wie wir die vorhin gesehen haben, von Lilly und Jan zu erklären mit gewissen Vorstellungen, die die Schüler haben. Und da könnten es dann eben auch Fehlvorstellungen sein oder Grundvorstellungen, die falsch adaptiert worden sind, meinetwegen von den natürlichen Zahlen auf die rationalen Zahlen. Vielleicht, das hier ist vielleicht noch erklärungsbedürftig, hier diese Grafik, die da so auf der Seite ist. Hier ist so die Vorstellung, also es gibt so die Mathematik mit ihren Begriffen, Verfahren und Resultaten. Und wenn man die eigentlich verstehen will, dann braucht man Grundvorstellungen. So, das ist mal das eine. Und die werden dann in gewissen Sachzusammenhängen, also man kann sich jetzt überlegen, meinetwegen, ich will bei der Division, merke ich mir, da brauche ich eigentlich aufteilen und verteilen. Jetzt wäre der nächste Schritt, didaktische Schritt, wäre, ich suche mir Sachzusammenhänge aus, wo entweder das Aufteilen oder das Verteilen vorkommt und gestalte meinen Unterricht so, dass dann die Schüler da das aktivieren müssen. So, jetzt haben wir auch von der anderen Seite gucken, von den Schülern her. Da sagt man in dem Schüler, der Schüler hat erstmal so subjektive Erfahrungsbereiche. Das heißt, die ganzen Sachen, wo Sie zum Beispiel wissen, das sind alles Zahlen, mit denen wird überall gleich gerechnet und da gelten im Grunde genommen auch immer dieselben Grundvorstellungen. Das ist bei Schülern am Anfang nicht so. Das geht zurück auf so Untersuchungen von einem Herrn Bauersfeld. Der hat zum Beispiel festgestellt in Studien mit Schülern, dass es Schülerinnen und Schüler gab, die haben mit Geldwerten komplett anders gerechnet als mit Gewichten. Und nochmal wieder komplett anders gerechnet als mit Zahlen. Also die haben dann ganz andere Rechenwege ausgewählt, weil das waren für die einfach verschiedene Dinge. Geld ist was anderes als irgendwie Gewichte von irgendwas, ist was anderes als Anzahlen. Und man ist Grundvorstellungen würden ja jetzt sozusagen dazu führen, dass solche erstmal getrennten Sachen als gleichwertig erkannt werden. Dass man dann sagen kann, im Grunde genommen ist das immer dasselbe. Das liegt aber nicht von Anfang an auf der Hand. So, das heißt, man muss diese Sachzusammenhänge erstmal erfassen, vielleicht erstmal so als was Getrenntes für Geldwerte und für normale Zahlen. Und dann baut man die Grundvorstellung im Prinzip dadurch auf, dass man dann irgendwann erkennt, das ist eigentlich dasselbe. Und dadurch hat man dann letzten Endes auf der höchsten Ebene erst wirklich verstanden, was das meint, zu dividieren oder zu multiplizieren. So, das wäre jetzt einmal diese Grafik quasi so komplett erklärt, wie die da gemeint ist. So denkt sich das der vom Hofe und so denken das viele andere auch. Gut, sehr gut, jetzt habe ich Laberpause. Das passt sehr gut. Wir kommen jetzt zu den fundamentalen Ideen. Da gibt es als erstes eine kleine Übung, um da so ein bisschen reinzukommen. Vor der Übung sage ich noch, die heißen immer so ein bisschen unterschiedlich. Fritz Schweiger, Didaktiker, mittlerweile pensioniert aus Salzburg, der sagt gern fundamental. Zentral sagt gerne der Heimann. Universell sagt gerne ein Herr Schreiber aus Flensburg, auch mittlerweile emeritiert. Global sagt gerne der Herr Peschek und die Frau Schneider.
Peschek auch mittlerweile in Pension, Frau Schneider ist noch aktiv. Grundlegende Ideen steht als Titel über meiner Dissertation, also meiner Doktorarbeit. Ich habe halt gedacht, ich muss auch irgendwas Neues nehmen, was noch keiner hatte. So meint aber im Wesentlichen alles dasselbe. So was Ähnliches wie Grundvorstellungen, aber übertragen auf größere Bereiche. Mehr muss man als Vorwissen für diese Übung eigentlich nicht wissen. Muss ich dazu noch was sagen oder steht da Ihnen Arbeitsauftrag drauf? Also darüber redet man eigentlich schon relativ lange, auch länger als hier die Texte deutlich machen. Das erste Mal, wo man so über fundamentale Ideen geredet hat, war so in den 1970er Jahren eher im Kontext mit dem, was neue Mathematik heißt, was maximal ältere Menschen noch kennen, weil das war die Zeit, wo in der Grundschule ganz viel Mengenlehre gemacht worden ist. Da war das sehr stark fachmathematisch gedacht. Da hat man sich so überlegt, das war so insgesamt eine Strömung. In den 70er Jahren hat man ja viel Bildungsexpansion angestrebt und gleichzeitig war aber auch die Idee, dass Unterricht irgendwie verwissenschaftlich werden sollte. Also das, was unterrichtet wird, näher an die Wissenschaft rangebracht. Und dann gab es so ein paar Lernpsychologen, unter anderem den Jerome S. Brunner, die irgendwie so gesagt haben, das Wichtigste beim Lernen sind eigentlich gewisse Strukturen und diese Strukturen, die sind im Grunde genommen gleich, egal ob man sich an den vordersten Fronten der Wissenschaft steht da irgendwie mit Mathematik beschäftigt oder ob das Kind quasi forschend was Neues lernt. Und dann hatte man so die Idee, man könnte so zentrale Begriffe der Universitätsmathematik irgendwie hernehmen und die quasi ab dem ersten Schuljahr sollten die das Lernen strukturieren. Dann hat man am Anfang ganz viel zum Beispiel über Mengen geredet. Die durften gar nicht mehr rechnen. Die mussten erst mal lernen, das ist eine Menge, das ist eine Vereinigungsmenge, das ist eine Differenzmenge, bla bla bla. Das hat dann sehr wenig Verständnis erzeugt. Und dann gab es sogar so Nachhilfekurse für Eltern. Mengenlehre für Eltern gibt so Bücher, weil die wussten nicht mehr, wie sie ihrem Volksschulkind in Mathe helfen, weil die das selber nicht verstanden haben, was das da gerade gelernt hat. So, da ist man dann so ein bisschen von abgekommen zu sagen, wir können einfach zentrale Begriffe der forschenden Mathematik hernehmen und jetzt gucken, dass wir die schon ab der ersten Klasse in den Unterricht bringen, sondern wir müssen irgendwie auf anderer Ebene sogenannte Metakonzepte finden, also so Oberbegriffe, die irgendwie mathematische Denkweisen und Handlungsmuster beschreiben und mathematisches Wissen übergreifend charakterisieren und auch irgendwie so in Beziehung zu alltäglichen Denkweisen und Handlungsmustern stehen. So, das klingt jetzt sehr abstrakt. Eine so eine Idee, die später auch immer wieder vorkommen wird, ist das Messen. Da sagt man, das hat irgendwie was mit Alltagshandlungen zu tun, aber das spielt auch, das fängt sozusagen vom ersten Schuljahr an, gibt es da Sachen, die mit Messen zu tun haben. Und im Grunde genommen trägt das aber durch die ganze Schulzeit durch. Und es gibt sogar noch auf Ebene der forschenden Mathematik im Bereich der Messtheorie Probleme, die sozusagen an den vordersten Fronten der Wissenschaft bearbeitet werden. So, und wenn man sowas hätte, also typische Denkweisen und Handlungsmuster, die idealtypisch Mathematik beschreiben und mathematisches Wissen übergreifend charakterisieren, dann wären die wohl auch bildungstheoretisch bedeutsam, weil die würden ja was ganz Typisches über das Fach aussagen. Und bei Heimann tauchen die ja dann unter anderem auch auf in dem Bereich kulturelle Kohärenz. Und dass man so sagt, da sieht man einerseits, wie hängt die Mathematik mit der übrigen Kultur zusammen und andererseits, wie was hält die Mathematik in ihrem Inneren zusammen. Und wenn man sowas hätte, wäre das ja wahrscheinlich wichtig. Dann würde man meinetwegen erkennen, die und die und die Inhalte, die liegen so ganz nah dran an diesen typischen Ideen. Die können das sehr gut verdeutlichen, was typisch an Mathematik ist. Für die sollten wir in der Schule mehr Zeit aufwenden. Und die und die und die mathematischen Inhalte, die hängen eigentlich nicht wirklich mit so größeren Ideen in der Mathematik zusammen. Da war die Hoffnung, da können wir dann vielleicht das Curriculum so ein bisschen ausdünnen zugunsten dieser Sachen, wo man etwas klarer sieht, wie die mit den fundamentalen oder globalen Ideen zusammenhängen. Außerdem sollten sie Lehrenden Anhaltspunkte für die Unterrichtsplanung liefern, eben aufzeigen, was ist zum Beispiel in der Stochastik, was sind da eigentlich die drei wesentlichen Ideen, worum es da geht und bei jedem Thema dann zu gucken, inwiefern kann das bei diesem Thema deutlich werden, dass es in der Stochastik um den Umgang, um den kontrollierten Umgang mit Zufall geht, meinetwegen. So.
Schließlich sollten die dann eventuell sogar auch den Lernenden helfen, dass die besser verstehen, was sie da eigentlich machen, warum sie das machen, wie das funktioniert, warum das funktioniert. Das wäre so ein lerntheoretisches Argument. Die Leute, die hier drunter stehen, ja, vor allem vor uns, sind Leute, die sich damit halt etwas intensiver beschäftigt haben und dann so zusammenfassende Texte geschrieben haben. Gibt auch noch ein paar mehr. Schweiger ist so der Erste, der dann 1992 nach so 20 Jahren Auseinandersetzung mit fundamentalen Ideen so einen Aufschlag gemacht hat, mal zu beschreiben, was gibt es da eigentlich für Konzepte und was ist da das Gemeinsame. Und alle 20 Jahre muss man sowas dann nochmal wieder aufschreiben. Das heißt, 2032 wird es mal wieder Zeit für so einen Text. Aber jetzt ernsthaft, wenn Sie ein bisschen googeln, ich gelte da tatsächlich so etwas als Experte für. So. Ja, man muss sich auch mal selber loben. So, mathematische Ideen. Zum Beispiel ein besonderer Kniff zum Beispiel, was bei Fons neu ist, was bei den anderen noch nicht so klar war. Ich habe versucht, fundamentale Ideen, also diese übergreifenden Dinge, sehr stark in Verbindung zu setzen oder zu kontrastieren mit Grundvorstellungen. Grundvorstellungen sind ja diese Dinge, die ganz lokal, jetzt zum Beispiel bei der Einführung der Bruchzahlen, sagen sollen, was ist das, wie funktioniert das eigentlich? Und ich habe dann gesagt, naja, das sind auch so mathematische Ideen, aber im Kleinen. Und wir versuchen jetzt mal herauszufinden, was ist eigentlich typisch und wichtig für mathematische Ideen. Machen uns das erstmal im Kleinen klar, bei so Grundvorstellungen. Und dann überlegen wir, inwiefern trägt das auch noch für fundamentale Ideen, also für die, die man eher so übergreifend über die ganze Mathematik denkt und was ändert sich da vielleicht auch. Also erstmal, was bezeichnet eigentlich eine mathematische Idee? Laut Fons bezeichnet man als mathematische Idee einen entscheidenden Gedanken, den man hinter gewissen Strategien, Techniken, Denk- und Handlungsmustern auszumachen sucht, den Versuch einer Antwort auf die Frage nach dem springenden Punkt, ja, das ist so ein bisschen sehr malerisch, oder dem Verstehen ermöglichenden Kern einer Sache. So, ich beziehe mich dabei unter anderem auf den berühmten Mathematiker und Philosophen Alfred North Whitehead. Der hat erläutert, was es meint, die Idee der Menschenrechte verstanden zu haben. Die Idee der Menschenrechte ist, jedem Menschen stehen schon aufgrund des Menschseins gewisse Rechte zu. So, wenn Sie jetzt irgendwie so ein bisschen Zeitung lesen und so, da hat sich irgend so ein Politiker aus der Steiermark so geäußert, die Leute müssten sich erstmal ihre Menschenrechte verdienen. Da kann man ganz klar sagen, der hat die Idee der Menschenrechte gar nicht verstanden, weil die Idee der Menschenrechte ist, jeder hat einfach, weil er ein Mensch ist, unveräußerliche Rechte, die ihm auf jeden Fall zugestanden worden sind. Man kann da drüber ansiedeln, zum Beispiel sowas wie Bürgerrechte, die sind dann an gewisse weitere Bedingungen geknüpft. Aber die Menschenrechte stehen einfach jedem zu, einfach weil er Mensch ist. So. Das wäre eben der springende Punkt, weil bei den Menschenrechten ist, weil jemand Mensch ist, hat der die Rechte. So. Und jetzt müsste man ähnlich überlegen, gibt es auch bei so, also gibt es einen springenden Punkt der Statistik, etwas, wo man sagen kann, das muss man eigentlich verstanden haben, sonst hat man nicht verstanden, worum es in der Statistik geht. Und das wäre dann die Idee der Statistik. Vielleicht kommt man da nicht mit einer aus, sondern braucht mehrere. Das wären dann zentrale Ideen der Statistik. So, und was erhofft man sich davon? Was müsste so eine Idee leisten? Da habe ich so gesagt, naja, die müsste irgendwie zum Beispiel einerseits erklären, wie das so funktioniert, was man da tut. Das wäre noch so eher instrumentell. Was da passiert mit den Dingen, die man sich anschaut, mit den Daten meinetwegen in der Statistik und wohin das eigentlich führen soll. Also sagen wir mal, das wäre jetzt wieder eine lokale Idee. Wozu sind Zentralmaße eigentlich gut? Also erstmal, wie funktioniert das bei dem arithmetischen Mittel? Was macht das eigentlich mit so einem Datensatz, das arithmetische Mittel? Und wofür ist das gut? Da könnte man zum Beispiel sagen, naja, vorher hat man einen sehr unübersichtlichen Datensatz, nachher hat man eine Zahl und das ist eventuell interessant, wenn man verschiedene Datensätze vergleichen will. Hinsichtlich ihrer zentralen Tendenz, also hinsichtlich so des typischen Überwiegenden. Da kann man noch fragen, was leistet das zum Beispiel nicht? Das leistet keine gute Beschreibung für Datensätze, die nicht normal verteilt sind und insbesondere nicht für solche, die mehrere Gipfel haben oder für solche, die klare Ausreißer haben und so weiter. Aber der springende Punkt wäre schon,
ich will eigentlich einen typischen Wert, und zwar einen typischen Wert, der auf der Gleichverteilungsannahme beruht. Wenn ich hier das arithmetische Mittel Ihres Körpergewichts nehme, wäre das, wir gehen alle zusammen auf die Waage und wenn wir wieder runtersteigen, wiegen wir alle gleich viel. Das ist sozusagen die Aussage von dem arithmetischen Mittel. Da ist immer so eine Gleichverteilungsvorstellung drauf. Also wir bringen unsere ganzen Kilos rauf und jeder nimmt dann nachher gleich viel Kilos wieder mit runter. So, jetzt, das hatten wir. So, und jetzt gibt es, hier geht es zwar eher um Grundvorstellungen, Kernideen, ich meine aber, dass das auch für globale Ideen die typischen Fragen sind, die man da stellen muss. Wodurch werden die, wozu sind die jetzt gut? So mathematische Ideen, egal ob kleine oder groß, die sollen irgendwie zum Nachdenken über schulmathematische Inhalte einladen. Das heißt, sie sollen irgendwie helfen, die auf irgendeiner Ebene zu verstehen, also was da eigentlich abbrennt, und auch hinsichtlich ihrer Bedeutung, also wozu das gut ist, einzuordnen. Und im Grunde genommen hat man da immer drei Aspekte, die da eine Rolle spielen. Und zwar, das ist jetzt so etwas schwierig, aber vielleicht sieht man das in den Beispielen gleich. Im Grunde genommen geht es da immer darum, dass man bei lokalen Ideen jetzt sagen muss, da wird irgendwie ein Zusammenhang gestiftet zwischen dem, was schon da ist und was noch gelernt werden soll. Und man soll einerseits erkennen, was ist davon gleich geblieben, was hat sich verändert. Das wäre so das Erste. Das Zweite ist am schwersten. Das Dritte ist, es soll immer ein Zusammenhang gestiftet werden zwischen alltäglichem Denken und mathematischem Denken. Und das Zweite ist so ein bisschen schwierig, implizit genutzten und explizit thematisierten. Das meint, dass man zum Beispiel bei natürlichen Zahlen über viele Dinge oder Eigenschaften des Zahlbegriffs noch gar nicht redet, sondern die irgendwie so nur mitbenutzt. Und wenn man dann neue Zahlbereiche einführt, man aber auf einmal darüber redet, dass da was anders ist. Zum Beispiel dieses bei den natürlichen Zahlen ganz klare, es gibt eine kleinste Zahl. Das funktioniert ja dann irgendwie bei den Rationalen. Also es gibt keine kleinste positive Zahl. Und da kann man so und solche Dinge. Das heißt, an gewissen Stellen wird man Dinge noch nicht so klar sagen, sondern die sind nur so als Idee im Hintergrund. So, das hätte ich, glaube ich, nicht unbedingt auf der Folie gebraucht. Das kommt davon, wenn man die ein Jahr lang nicht anguckt. So, das sage ich für lokale Ideen. So, und jetzt gibt es eben das für globale Ideen, sagt man im Grunde genommen genau dasselbe. Es ist auch für, wenn ich jetzt anfange, Algebra zu machen, ist das auch so, dass ich mir quasi überlegen muss, wie hängt das eigentlich mit Arithmetik zusammen? Also was bleibt da eigentlich noch gleich? Aber mir auch überlegen muss, was ändert sich da? Zum Beispiel sehr typisches Phänomen ist, dass man das Gleichheitszeichen in der Algebra in der Regel anders verwendet oder anders liest als in der Arithmetik. In der Arithmetik ist meistens das Gleichheitszeichen so, links steht die Aufgabe, rechts steht das Ergebnis. Das ist also so ein Ausrechenbefehl, das Gleichheitszeichen. In der Algebra ist das aber gar nicht mehr so. In der Algebra wird sehr klar eine Beziehung dargestellt, die einfach sagt, das Linke ist dem Rechten gleichwertig und du musst jetzt mit diesem ganzen Ding herumtun. Und das ist aber für viele Schüler ein ganz starkes Hindernis. So, also das heißt, die Vorstellung von Gleichheit würde sich ändern. So, und jetzt würde man hoffen, man findet irgendeine Idee der Algebra, die einem sagt, warum ist das eigentlich wichtig, dass man Gleichheit ganz anders angeht? Gleich kommen ein paar konkretere Dings. Ich blätter mal ein bisschen vor. Kommen wir mal zum Messen. Das Messen ist so eine Idee, die in ganz, ganz vielen Katalogen genannt wird. Wir fangen etwas spröder an. Was ist eigentlich Messen? Da gibt es die deutsche Industrienorm. Ich nehme mal an, ich war immer noch zu faul, trotz 10 Jahre Klagenfurt habe ich es immer noch nicht geschafft, das mal in der Ö-Norm nachzuschlagen, wie da Messen definiert ist. Ich nehme aber an, sehr ähnlich. Da steht, Messen ist das Ausführen von geplanten Tätigkeiten zu einer quantitativen Aussage über eine Messgröße durch Vergleich mit der Einheit. So, also gucken wir mal. Eine Messgröße könnte zum Beispiel Ihr Körpergewicht oder, wenn Sie Physiker sind, die Masse Ihres Körpers sein. Ja. Verglichen wird damit der Einheit
in der Regel Kilogramm hier in unserem Bereich. Und jetzt geplante Tätigkeiten müssen Sie da durchführen. Eine Möglichkeit wäre, Sie haben eine sehr große Balkenwaage. Auf eine Seite stellen Sie sich und auf die anderen legen Sie jetzt lauter so Kilogrammstücke. Dann hätten Sie so einen sehr direkten Vergleich. So, aber im Normalfall wird das eher nicht so sein, sondern Sie werden irgendeine Waage haben, die an was geeicht ist und wo das umgesetzt ist. Aber es gibt irgendeine Tätigkeit, durch die man das feststellt. Oft ist das dann auch indirekt. Zum Beispiel kennen Sie vielleicht Messbecher. Diejenigen von Ihnen, die hin und wieder auch mal selber was kochen oder backen. Da stehen ja oft Gewichts- bzw. Massenangaben drin. Gemessen wird aber offensichtlich das Volumen. Da das aber proportional zueinander ist, bei gewissen Dings steht da dann zum Beispiel drauf, Mehl so und so viel Gramm. Weil man halt weiß, Mehl hat eine spezifische Dichte. Jetzt ist die geplante Tätigkeit, ich habe gar keine Waage und jetzt führe ich das auf was anderes zurück, was sich leichter messen lässt. Das ist in dem Fall das Volumen und kann dann trotzdem eine Aussage zu der Masse machen. So, und sowas gibt es öfter. Sowas gibt es zum Beispiel auch in den Beispielen, die Sie hatten mit dem Messkeil. Da ist das sehr deutlich, dass man an einer Größe interessiert ist, aber eine ganz andere misst, weil man aber einen funktionalen Zusammenhang kennt, der einem sagt, wie die beiden Größen miteinander zusammenhängen und dadurch kann man das ersetzen. Was sind typische Zwecke des Messens? Drei Zwecke werden da im Wesentlichen genannt. Das eine ist eher so beschreibend, ausmessen und abmessen. So. Zum Beispiel, Sie wollen irgendwie eine neue Landkarte, irgendwie Kärnten machen. Die soll natürlich in irgendeiner Weise so gewisse Größenverhältnisse vernünftig darstellen. Da müssen da Strecken gemessen werden und da wird eigentlich nur was beschrieben. Die Karte macht nichts neu. Es gibt aber auch das Aufmessen, das wäre, wenn Sie da erstellt ein Architekt einen Bauplan für ein Haus, da ist sozusagen der Plan erst da und jetzt wird die Realität wird danach hergestellt. So, das wäre eine zweite Möglichkeit, wofür man messen braucht. Und dann gibt es noch Zumessen, Normieren, Regeln. Das wäre sowas mit Grenzwerte und Vorschreiben. Also Sie rechnen Ihren Body Mass Index aus und stellen dann fest, so, ich gelte als zu leicht, ja, oder zu schwer und dann setzen Sie entsprechende Maßnahmen. Aber zumessen wäre zum Beispiel auch sowas, das kommt ja dann in Österreich demnächst auch, bei Hartz IV ist zum Beispiel in Deutschland geregelt, was die Größe der Wohnung ist, ab der man dann nicht umziehen muss, wenn man in die Sozialhilfe fällt. Steht dann also, jeder kriegt 45 Quadratmeter oder so mal sicher zugewiesen. Sowas wäre das auch. Oder auch Grenzwerte, da, wo man dann merkt, dass das nicht so Diesel, sage ich nur, ne, Grenzwerte, die dann eingehalten werden sollten, und zwar nicht nur im Versuchsaufbau, sondern auch auf der Straße, das da wir auch noch messen. So, also, und da ist immer, also Zweck der Messung ist immer das Treffen einer quantitativen Aussage. Ja, also Sie wollen natürlich eigentlich, dass das Auto nicht zu umweltschädlich ist, sage ich mal, aber das ist als qualitative Aussage nicht wirklich greifbar. Jetzt wird das quantitativ gemacht. Sie wollen, dass auch Leute, die in Sozialhilfe sind, ein einigermaßen menschenwürdiges Leben führen können. Und dazu gehört es eben auch zu sagen, so und so viel Quadratmeter Wohnung dürfen die haben. Also man will immer quantitative Aussagen treffen, aber die Ziele können so ein bisschen verschieden sein. Man will was regeln, man will was beschreiben, man will was vorhersagen. So, wichtige Eigenschaft ist noch, gemessen wird immer eine Messgröße. Das ist zum Beispiel so eine typische Schwierigkeit der Verwechslung, wenn man ebene Figuren hat von Umfang und Flächeninhalt. Eine Figur hat in der Regel mehrere Eigenschaften. Messgrößen werden aber immer den Eigenschaften eigentlich zugewiesen. Ihr Körpergewicht ist nur eine Eigenschaft. Man kann ihnen noch viel mehr Zahlen zuweisen, ihre Körpergröße, ihren Intelligenzquotienten, ihr Alter und so weiter. Also es werden immer Eigenschaften gemessen. Und gemessen wird immer irgendwie durch Vergleiche mit Einheiten, jedenfalls relativ lange. Für gewisse Sachen in der Statistik stimmt das dann nicht mehr so ohne weiteres, aber für die elementaren Messgrößen stimmt das. Es gibt eine Zeiteinheit, es gibt eine Gewichtseinheit, es gibt eine Geldeinheit und irgendwie gibt es immer ein Verfahren, das den Vergleich ermöglicht. Wenn Sie jetzt zum Beispiel an Zentralmaß denken, gibt es eigentlich keine Einheit. Da wird der Datensatz an sich selbst gemessen. Da wird das also so ein bisschen anders.
So, und dann, warum ist das eine fundamentale Idee? Das zieht sich als roter Faden durch die ganze Schulzeit. In der Volksschule haben sie da die verschiedenen Größenbereiche. Da werden so typische Messverfahren etabliert. Meistens ja auch mit Dingen, die man heute eigentlich gar nicht mehr so macht. Also in Volksschulen gibt es noch Balkenwagen, obwohl die ja üblicherweise ungebräuchlich sind. Aber eine Balkenwaage ist halt so ganz typisch für diesen direkten Vergleich mit der Einheit. Kann ich wirklich das so machen, dass ich 10 Gramm abwiege, dadurch, dass ich 10 Gramm Stücke auf die eine Seite lege. Längenmessung ist ein anderer Archetyp, das ist die Skala. Zeitmessung ist auch ein wichtiger Archetyp, insofern man sagen kann, da muss man unterscheiden zwischen Zeitpunkten und Zeitdauern. Und das ist auch was, was sehr wichtig ist. Ja, das heißt, man hat da quasi so ganz grundlegende Dinge, die für alle späteren Messungen typisch sind. So. In der Geometrie und Trigonometrie äußert sich Messen vor allem durch das, was man auch Zurückführungskonfigurationen nennt. Längen kann man sehr schön mit einem Lineal messen. Bei Flächen und Volumina ist das nicht mehr so einfach. Ich kann jetzt nicht ein Lineal an ein Dreieck legen und dann ablesen 10 Quadratzentimeter. Oder ich kann nicht ein Lineal anlegen an das Ding hier und dann sagen, Volumen so und so viel Dings. Deswegen führt man Messung von Volumina und Flächeninhalt letztlich auf Längenmessung zurück. Sie schreiben eine Formel auf, die Ihnen sagt, für ein Rechteck ist das einfach Länge mal Breite. Weil Länge mal Breite lässt sich wieder einfach messen und dann ausrechnen. Und dieses Ausrechnen, nennt, also diese Formel wäre das, was man eine Zurückführungskonfiguration nennt. Aber nicht nur das, also zum Beispiel auch der Messbecher, wo dran steht eine Skala für das Mehl, ist auch eine Zurückführungskonfiguration. Da nutzt man halt aus, dass die Dichte von Mehl immer dieselbe ist. So, und in der Statistik ist die wesentliche Zielsetzung oder was da neu kommt, ist, dass man so sagt, qualitative Beziehungen sollen in quantitative übersetzt werden. Zum Beispiel, das nehme ich immer gerne als Beispiel, ist ja auch wieder hochaktuell, da gibt es so Umfragen und sie wollen rauskriegen, wo sind die Leute am meisten rechtsradikal? Ja, dann machen sie so eine Umfrage mit mehreren Items und dann sagen sie, ah, wenn der dem und dem und dem und dem zustimmt, dann ist der besonders rechtsradikal. Und jetzt hoffen sie, wenn dann einer 10-mal Ja angekreuzt hat, dann ist der rechtsradikaler als jemand, der halt 8-mal Ja angekreuzt hat. Also und die qualitative Beziehung ist, es gibt sozusagen verschiedene Typen von extremistischen Dings anhängen, gibt es verschiedene Grade, zu denen die Leute das machen und das soll jetzt irgendwie durch Zahlen abgebildet werden. Es gibt auch weniger verfängliche Beispiele, wo man das genauso sagen kann. Es gibt zum Beispiel Lebenswertheitsindex für verschiedene Städte. Da sagt man dann, Wien ist lebenswerter als Klagenfurt oder so. Das muss man ja auch irgendwie messen. Da werden dann, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich glaube, in Deutschland hat ganz oft Münster gewonnen, was mich so verblüfft hat, weil das so eine total piefig langweilige Beamtenstadt ist. Aber irgendwas muss da gut, das schneide ich aus dem Video raus, irgendwas muss da gut laufen. Und man hofft immer, man kann halt diese Beziehungen durch Zahlen ausdrücken. Und zum Beispiel auch so hier, hofft der Rektor, dass er bei jedem Institut sagen kann, wie gut haben die eigentlich gearbeitet und wer hat am besten gearbeitet, um denen irgendwie dann Mittel und so weiter zur Verfügung zu stellen. Jetzt zum Beispiel der Prodekan. Ne? Jedes Institut der Fakultät für technische Wissenschaften, die kriegt halt eine Menge Geld und jetzt wird das Geld auf die Institute verteilt und dann wird natürlich geguckt, wie gut haben die letztes Jahr gearbeitet. Dann gucken die nach, wie viele Leute haben bei den Diplomarbeiten geschrieben, wie viele Artikel haben die veröffentlicht und so weiter. Da entsteht irgendeine Zahl und diese Zahl soll dann sozusagen unsere Institute in eine Reihenfolge bringen, sodass man dann sagen kann, die müssen so und so viel Geld kriegen, die müssen so und so viel. So, und erstmal ist, wie gut jemand arbeitet, eine rein qualitative Beziehung und die wird irgendwie in Zahlen übersetzt. Das ist so typisch für Statistik. So, was kommt in der analytischen Geometrie dazu? Die Vorstellung mehrdimensionaler Größen. So ein Vektor drückt halt Länge und Richtung aus oder hat zwei Koordinaten. Oder Sie können auch einen dreidimensionalen Vektor ja zum Beispiel benutzen, um Farben zu kodieren. So ein bisschen mit Computern zu tun hat, weiß, rot, grün, blau Anteile
und so weiter. Da hat man also eine mehrdimensionale Größe. So, und in der Analysis setzt man sich im Grunde genommen mit der Idee auseinander, was würde passieren, wenn man unendlich genau messen könnte, über jede Grenze hinweg genau messen könnte, mit Grenzwerten und so. Da sehen Sie also, das Messen taucht tatsächlich überall auf. So, jetzt müsste man natürlich noch sagen, aber da habe ich jetzt wieder meinen Cop-out, was heißt das denn, dass das, was ich da gerade gesagt habe, für die Statistik da wichtig ist, was heißt das jetzt konkret für den Unterricht? Ja, da muss ich sagen, da gehen Sie in die Vorlesung Didaktik der Stochastik, da wird das dann erzählt. Also das kann ich jetzt natürlich hier nicht tiefer ausbreiten. So, kommen wir vielleicht mal auf Ihre Beispiele zurück, in denen das aber doch einigermaßen konkret wird. Fridolin will Bautischler werden. So, was ist hier das Gemeinsame? Das Gemeinsame wäre hier aus meiner Sicht, dass es in beiden Aufgabenstellungen darum geht, dass man eine Größe, sich eigentlich für eine bestimmte Größe oder Eigenschaft interessiert. Also zum Beispiel bei diesem ersten interessiert man sich dafür, ist das eigentlich rechtwinklig? Also interessiert sich für die Winkelgrößen, misst aber gar nicht die Winkelgrößen, sondern misst die Längen und nutzt dann eine Eigenschaft von Rechtecken, nämlich dass in Rechtecken die Diagonalen gleich lang sind, aus, um zu sagen, kann das ein Rechteck sein? Im Übrigen hätte man da noch nicht bewiesen, dass es eins ist, weil es auch andere Figuren gibt mit gleich langen Diagonalen, aber es gibt jedenfalls keine Rechtecke mit ungleich langen Diagonalen. Und man nutzt hier ein Wissen über die Länge der Diagonalen aus, um eigentlich über eine andere Eigenschaft was auszusagen, nämlich über die Winkelgrößen. Und im Zweiten ist das ähnlich. Ich möchte eigentlich etwas über diese sehr kleine Länge wissen, die hier den Spalt ausmacht. Weil das aber schlecht genau abzulesen ist, wenn ich da direkt ein Geodreieck dran halte, setze ich da so einen Keil rein und sage dann, ich kenne ja die Strahlensätze und weiß, dass das sozusagen in gewisser Weise proportional ist, was da drauf ist. Und ich kann auf der Seite eine Skala aufmalen, die mir eigentlich die Höhe angibt. Und diese Skala liegt dann aber weiter auseinander, als wenn ich einfach hier direkt ein Lineal dranhängen würde. Und das heißt, der Vorteil, sehr kleine Längen lassen sich sehr schlecht messen. Und hier nutze ich den Vorteil aus, dass sich größere Längen etwas leichter messen lassen. Aber messe auch wieder eigentlich eine Größe, die mich gar nicht interessiert. Weil letzten Endes messe ich ja diese Länge und interessieren tut mich eigentlich die Länge. Und das ist total typisch für geometrisches Messen. Zurückführen von Maßen auf andere, insbesondere für die Trigonometrie. Natürlich dann auch noch in der Trigonometrie der Gedanke, dass Messgrößen, die gar nicht zugänglich sind, durch zugängliche Messgrößen ermittelt werden. Das hätte man zum Beispiel bei so Astronomiegeschichten. Da misst man zweimal den Winkel, unter dem man irgendeinen Stern sieht und sagt dann, deswegen hat der die und die Entfernung. Da wäre es ja relativ schwer, mal eben zum Mond hinzugehen und wieder zurück und dann abzumessen, wie lang das eigentlich war. Das ist so typisch. Deswegen würde ich sagen, das sind beides Beispiele, wo so ganz typische Eigenschaften von Trigonometrie bzw. Geometrie vorkommen. Ja, so. Hier die Aufgabe, das ist, glaube ich, auch klar oder so indirekt vielleicht klar geworden, worum es geht. Da ist ja so ein bisschen, da war ja nie gefragt, was eigentlich die richtige Grafik ist. Die gibt es halt auch nicht. Ne? Also das hängt immer bei in der Statistik von den Interessen und den Fragestellungen ab. Je nachdem, was die Fragestellung und was das Interesse ist, wird man sagen, das eine gibt eigentlich relevantere Informationen als das andere heraus. Und das ist was, womit man sich in der Statistik auch auseinandersetzen muss, dass es gibt keine Daten, unabhängig von Fragestellungen. Also man kann eigentlich nicht, Daten sind nicht da, sondern die müssen erhoben werden. Das heißt, da steht immer eine Fragestellung dahinter und die Fragestellung ist auch immer schon von irgendwelchen Wertsetzungen abhängig. Und das muss man irgendwie mal klar gekriegt haben in der Statistik. Und dann kann man eigentlich erst messen, aber man muss sich da auf Dinge einigen und damit werden immer andere Dinge ausgeschlossen. Und das ist nie ganz frei von Wertsetzungen auch, die Sachen, die da ausgeschlossen oder hereingenommen werden. Das wäre was ganz Wichtiges, was man beim statistischen Messen verstehen muss. Ich meine, Sie können auch sagen,
Ich muss mir ja auch beim Dreieck überlegen, ob ich den Flächeninhalt wissen will oder den Umfang. Aber das ist vielleicht nicht ganz so abhängig von Wertvorstellungen, ob Sie sich für den Flächeninhalt oder den Umfang interessieren. Das ist vielleicht, auch da ist das natürlich abhängig von Fragestellungen. Nur an sich interessiert sich niemand weder für den Umfang noch für den Flächeninhalt von so einem Dreieck. Okay, aber man kann das ja so andere Sachen, wo man sagt, interessiert mich die Fläche des Feldes oder interessiert mich, was ich brauche an Zaun, um das zu umzäunen. Und je nachdem wähle ich das eine oder das andere aus. So, vielleicht auch noch mal ein paar globale Ideen aus der elementaren Algebra. Jetzt mache ich aber ein bisschen schnell. Die lernen Sie dann noch bei der Frau Wille. So, und in der analytischen Geometrie, das lernen Sie bei mir. So, gut, kommen wir zur dritten Leitfrage, um heute auch fertig zu werden. Welche Grundformen mathematischen Arbeitens lassen sich unterscheiden? Und worauf ist bei diesen einzelnen Grundformen unterrichtlich besonders zu achten? Da machen wir jetzt wirklich nur noch den Einstieg. Also nur mal, um einen Eindruck zu kriegen, worum es da so grundsätzlich geht. In den Standards heißt das nicht Grundform mathematischen Arbeitens, sondern heißt das Handlungsbereich einer mathematischen Kompetenz. Da gibt es dann Darstellen, Modell bilden, Rechnen, Operieren, Interpretieren, Argumentieren, Begründen. Ähnlich gibt es das auch in den deutschen Bildungsstandards. Nur weil das Deutschland ist, gibt es ein paar mehr. Ist ja auch größer. Mathematisch argumentieren, Probleme mathematisch lösen, mathematisch modellieren, mathematische Darstellungen verwenden, besonders obskur mit symbolischen, formalen und technischen Elementen der Mathematik umgehen. Das ist so alles und kommunizieren. Das ist auch so ein bisschen ähnlich wie diese allgemeinen Lernziele, die wir schon mal hatten. Heuristische Strategien lernen ist ja so ähnlich wie mathematisch argumentieren, ist so ähnlich wie argumentieren und begründen. Aber dann gibt es auch noch Beweisen lernen, das ist erst recht argumentieren und begründen und mathematisch argumentieren. Mathematisieren lernen, das hängt eng mit mathematisch modellieren beziehungsweise mit Darstellen, Modellbilden zusammen. Formalisieren lernen, Fertigkeiten lernen, das hängt eng mit symbolischen, formalen und technischen Elementen der Mathematik lernen zusammen und mit dem Rechnen operieren. So, und dann bei Bruder, Mathematik als Denkprozesse, Bruder et al., das ist die Unterteilung von dem sogenannten Handbuch der Mathematikdidaktik. Da schreiben verschiedene Kollegen so Kapitel, da gibt es ein Kapitel zur Begriffsbildung, zum Problemlösen, zur Algorithmik, zum Argumentieren und Beweisen, Anwendung und Modellbilden, Darstellen und Kommunizieren. Auch da sieht man wieder, einiges taucht in diesen mathematischen Kompetenzen auf. Zum Beispiel Argumentieren und Beweisen, Argumentieren und Begründen, Anwenden und Modellbilden, aha, das haben wir da oben. Darstellen haben wir da oben auch. Algorithmik, das hat was mit Rechnen, Operieren zu tun. Aber Begriffsbildung und Problemlösen taucht da nicht auf. Schwerpunktmäßig werden wir uns hier an Vollrad und Ruth, das gibt die Hauptstruktur wieder. Die Unterteilung gefällt mir am besten, wenn es um die Frage geht, wie ist eigentlich Unterricht zu gestalten. Der wesentliche Unterschied zwischen diesen beiden, der letzten und der vorletzten Spalte ist, die Standards gucken halt sehr stark davon, also die hat man ja aufgeschrieben, um zu sagen, was sollen die Schülerinnen und Schüler eigentlich am Ende der 8. Schulstufe nachweislich können? Wenn man gar nichts anderes weiß, dann heißt es ja Kompetenzen, irgendwie ist das ein Verhalten, das man bei Lernenden tatsächlich beobachten kann, und zwar insbesondere auch in Prüfungssituationen. Und da hat man dann gesagt, aha, da will man was sehen zum Darstellen, Modellbilden, zum Rechnen, Operieren, zum Interpretieren, zum Argumentieren und Begründen, aber zum Beispiel nicht zum Problemlösen, weil Problemlösen, das ist vielleicht ein bisschen viel verlangt in so einer Prüfungssituation. Problemlösen setzt immer voraus, dass man so ein bisschen Zeit hat, sich in neue und unbekannte Dinge reinzufuchsen und so. Das ist vielleicht nicht so realistisch, wenn Sie da 60 Minuten lang die Leute mit lauter Aufgaben bombardieren, wo die so im Schnitt 2 bis 5 Minuten Zeit haben, sich damit zu beschäftigen. Und so sieht normalerweise so eine Standardüberprüfung aus. So, das heißt, da hat man gesagt, das Problemlösen brauchen wir eigentlich nicht. Erarbeiten von Begriffen kommt da auch nicht vor, zum Beispiel bei den Standards. Liegt einfach daran, dass das zwar wichtig ist, dass man sich erstmal ein Verständnis von Begriffen und so weiter erarbeitet,
Aber dass man dann sagt bei dieser Standardüberprüfung, naja, das kommt eigentlich indirekt in den anderen Bereichen eh vor und muss nicht getrennt abgeprüft werden. Ist da so ein bisschen die Logik, deswegen sind da gewisse Unterschiede. Schauen wir mal kurz in die Standards rein, das schaffen wir heute noch. Dann haben wir schon mal so eine erste Idee, wie die Sachen, worum es bei den Sachen dann geht. So, also das ist so ein bisschen kompliziert. Die österreichischen Standards, geschrieben von Kollegen hier am Institut für Didaktik der Mathematik im Wesentlichen, aber ich habe Pilatushände, also ich war da noch nicht hier, bin erst seit 2008 in Klagenfurt. Mathematische Standards meinen eine Teilmenge mathematischer Kompetenzen, nämlich die Menge, über die Schülerinnen ab einer bestimmten Schulstufe verfügen sollen. Aha, so, jetzt müssen wir wissen, was mathematische Kompetenzen sind. Das ist hier besonders selbsterklärend. Mathematische Kompetenzen sind Kompetenzen, die sich auf mathematische Tätigkeiten, mathematische Inhalte beziehen. Nona, sagen Sie da, glaube ich, zu, wenn man sowas aufschreibt. So, und was sind Kompetenzen? Kompetenzen sind längerfristig verfügbare kognitive Fähigkeiten, die von Lernenden entwickelt werden können und sie befähigen, bestimmte Tätigkeiten in variablen Situationen auszuüben, sowie die Bereitschaft, diese Fähigkeiten auch einzusetzen. Im Grunde genommen ist das eine Paraphrase des Kompetenzbegriffs nach Weinert, den man Ihnen vielleicht schon mal in den bildungswissenschaftlichen Grundlagen vor den Latz geknallt hat und den ich vielleicht auch noch irgendwann mal raushole. Wichtig ist vielleicht, aha, Kompetenzen soll etwas sein, was irgendwie längerfristig verfügbar ist. Zweites, was wichtig ist, das kann von Lernenden entwickelt werden. Also eine Kompetenz darf nicht sein, wo es, also meinetwegen, was von Geburt abhängt. Also wenn Sie jetzt sagen, so, ah, da gibt es gewisse Leute, die können das und das, aber man kann denen das gar nicht beibringen. Also Sie könnten sagen, sehen oder hören können sind keine Kompetenzen, weil das kann man sozusagen nicht erwerben, wenn man es nicht hat. Wenn jemand blind ist, dann können Sie dem nicht sehen beibringen. Also das ist dann keine Kompetenz. Das ist zwar Fähigkeit, offensichtlich ist Sehen auch eine Fähigkeit, über die man verfügen kann, aber das ist nichts, was man jemand beibringen kann, der nicht über die Fähigkeit verfügt. Das ist da der Unterschied. Also sowas kann eine Kompetenz nicht sein. Wenn Sie sagen, es gibt Menschen, die sind doof geboren und die bleiben auch doof, dann gibt es keine Kompetenzen. So, also um das etwas zu vereinfachen. So, und dann bestimmte Tätigkeiten in variablen Situationen, da ist so ein bisschen die auch nicht 100% mit der Leistungsbeurteilungsverordnung kompatible Idee dahinter, dass Kompetenz sich eigentlich dadurch auszeichnet, Sachen auch in ungewohnten Kontexten einzusetzen. Warum sage ich, dass das mit der Leistungsbeurteilungsverordnung nur bedingt kompatibel ist? Weil das in der Leistungsbeurteilungsverordnung eigentlich nur für die Notenstufen 2 und besser wirklich vorgesehen ist, aber mit den Standards eigentlich zum Standard, also für alle Noten ab 4 erklärt wird. Das ist so ein bisschen, aber die Leistungsbeurteilungsverordnung wird eh gerade überarbeitet. So, dann haben die Klagenfurter sich so ein sehr intelligentes, aber fast nicht verständliches Modell überlegt für mathematische Kompetenzen mit 3 Dimensionen, sehr, sehr komplex. Also man hat immer gesagt, so eine Kompetenz, was vernünftig ist, bezieht sich auf einen bestimmten mathematischen Inhalt. Zum Beispiel, man kann kompetent sein in der Geometrie oder man mehr oder weniger stark kompetent sein oder in der Auseinandersetzung mit Statistik mehr oder weniger. Und gleichzeitig auf eine Handlung. Also ich kann zum Beispiel gut Dinge konstruieren können. Dann wäre ich stark in der Geometrie im Bereich Rechnen operieren. Oder aber ich kann sehr gut statistische Grafiken lesen. Dann wäre ich gut im Interpretieren im Bereich Statistik. Das kommt zusammen. Und dann hat man, um es nochmal richtig kompliziert zu machen, aber noch so eine dritte Ebene dazu gegeben, über die wir heute nicht reden wollen. Das ist die Komplexität. Was aber nicht gleichzusetzen ist mit Schwierigkeit. Also darüber hüllen wir den Mantel des Schweigens, was das eigentlich ist. Da kann man auch sagen, ist in den Standardtestungen nie mit abgeprüft werden. So, gut, also Handlungen, die interessieren uns jetzt eigentlich im Wesentlichen. Inhaltsbereiche ist so ein bisschen langweilig, ist etwas anders aufgeteilt als im Lehrplan. Zahlen und Maße, das ist die Arithmetik, das heißt im Lehrplan genauso. Variable funktionale Abhängigkeit, das ist anders als im Lehrplan.
im Lehrplan gibt es einen Bereich Algebra und die Funktionen hat man zur Statistik gegeben. Der Bereich heißt Funktionen und Modelle, das ist eigentlich die Statistik. Also das ist der wesentliche Unterschied. Geometrische Figuren im Körper heißt im Lehrplan genauso. Und statistische Darstellung und Kenngrößerung ist hier ein eigener Bereich und ist im Lehrplan halt verheiratet mit den Funktionen. So, interessant für uns aber und dem, was ich typische mathematische Handlung meine, ist, dass man dem Ganzen so eine zweite Struktur daneben gestellt hat und gesagt hat, es gibt in diesen Bereichen eben überall nicht nur Rechnen und Operieren. Operieren meint immer nach vorgegebenen Plänen irgendetwas ausführen. Das meint nicht nur Rechnen im engeren Sinne, sondern das meint zum Beispiel auch Umformen einer Gleichung nach Umformungsregeln oder das meint Herstellen einer geometrischen Figur nach einer Konstruktionsanleitung. Das ist also, da bringt man den Leuten ein Verfahren bei und die sollen das dann reproduzieren können. Und die wesentliche Botschaft der Standards ist, ja, das gibt es und das ist auch nicht unwichtig, aber das ist nur eine von vier typischen mathematischen Handlungen. Daneben gibt es auch noch das Darstellen, Modellbilden, daneben gibt es noch das Interpretieren und daneben gibt es noch das Argumentieren und Begründen. So. Und das, finde ich, ist die wesentliche Botschaft der Standards. Es wird nicht nur gerechnet, sondern es gibt auch andere Dinge. So. Deswegen skippe ich hier das auch mal, obwohl ich eigentlich gesagt habe, das wollte ich heute länger erzählen. Das lesen Sie sich mal durch, wenn Sie mal erfahren wollen, so für ein erstes Vorverständnis, was meinen eigentlich diese vier Handlungen. Ich komme jetzt dann doch noch mal hier drauf. Ich teile jetzt aber die Lehrveranstaltung im Weiteren nicht nach diesen Standardhandlungsbereichen auf. Der wesentlichere Grund ist, dass das hier stärker aus der Input-Logik geguckt ist. Also stärker von, was muss ich eigentlich den Schülern anbieten, damit sie die Kompetenzen entwickeln, wohingegen das Handlungsbereiche mathematischer Kompetenzen eher von der Output-Warte geguckt ist, also in welchen Bereichen kann ich eigentlich Kompetenzen nachher erheben. Und mir scheint aber für die Grundfragen des Mathematikunterrichts die andere Richtung irgendwie wichtiger. Da haben wir das Erarbeiten von Begriffen, da geht es um den Aufbau von konzeptuellem Verständnis, dann das Erarbeiten von Sachverhalten. Sachverhalte meint alle Regeln, Sätze und die dazugehörigen Beweise. Das Vermuten, das Begründen und so weiter ist da drin. Dann das Erarbeiten von Verfahren. Das ist der Bereich, über den wir eigentlich am wenigsten reden müssen. Weil wie man den Leuten Rechenverfahren beibringt und so, das ist eigentlich das, was am besten in der Praxis schon funktioniert und wo am wenigsten didaktisch zuzusagen ist. Dann gibt es das Anwenden und Modellbilden. Das meint im Wesentlichen, dass man auch zu ernsthaften außermathematischen Anwendungen Zugang bekommt. Und Problemlösen meint, welche Möglichkeiten hat man eigentlich, möglichst viele Lernende auch dazu zu bewegen, an solche Aufgaben heranzugehen, wo ihnen noch kein vorgefertigtes Lösungsverfahren vorliegt. So, das wird die nächsten 2 bis 3 Wochen der Lehrveranstaltung ausmachen. Und anfangen werden wir dabei mit dem Erarbeiten von Begriffen, aber da fangen wir erst nächste Woche mit an.